Herzlich willkommen bei einem weiteren Video. Wir haben jetzt 8.36 Uhr und wie wir sehen, kommen auch schon die ersten Leute ins Skigebiet. Ich würde sagen, das ist sehr gut und sollen wir jetzt mit hochfahren? Ne, ich glaube, wir holen uns besser mal ein Fahrzeug mit. Weil wir haben ja aktuell noch keins. Da holen wir aber eine, da kaufen wir aber mal gerade eins. Stopp. Pistengeräte. Kaufen wir uns den noch. Mal ins Auto. Nee. Den hier genau so. Wunderbar. Dann fahren wir damit hier hoch. Und stellen den einfach mal hier in der Garage ab. Wir lassen einfach mal gerade so hier stehen. Wunderbar. Dann haben wir hier oben jetzt auch mal ein Auto, wenn wir das ist. Ich würde dann sagen, ansonsten. Pisten sind, glaube ich, in Ordnung. Pisten. Ja, 1A, tipptopp. Wertung ist sehr gut. Was will man denn mehr? Müssten auch gleich schon die ersten Leute hier ankommen. Würde ich sagen, warten wir auch noch gerade ein bisschen. Zwischenzeit können wir schon mal hier rüber gucken gehen. Ah, hier oben ist sogar schon Vollbetrieb. Das ist ja wunderbar. Moin, hallo. Ich hoffe, es gefällt euch hier. Oh, hier hinten sind auch noch Leute. Oh, das Ding, das ist ja schon voll. Da muss ich ja sogar noch Vorräte eventuell für morgen nach ordern. Oder für heute, wenn ich Pech habe. Hier ist auch alles voll. Das ist voll, aber ich hüpfe mal gerade über die Bänke rüber. Das ist aber auch nicht schlecht, das hier. Okay. Das ist natürlich wunderbar, das hier. Hier müssten dann auch jetzt bald Leute schon ankommen. Ah, hier fahren sie schon fleißig. Ja, ich will auch mal fahren. Weiß nur noch nicht wie. Ja, irgendwie weiß ich nicht, wie ich Skifahren soll hier. Nee, da bin ich auch falsch. Na dann kann ich wohl jetzt gerade keinen Ski fahren. Das ist eigentlich traurig, weil ich würde eigentlich schon gerne mal fahren. Aber anscheinend Nachrichten. So, der Vorrat ist nun wieder so hoch, wie du im Menü festgelegt hast. Das ist super. Dann gucken wir mal auf die Gäste. Also, Seilbahn ist super, Piste. Wetter, ja, Hütte steht noch auf 0. Bekanntheit ist auch noch 0. Hohe Preise bedeuten hohe Erwartungen. Wenn deine Gäste unzufrieden sind, kann eine Preisänderung helfen. Genau. Ah, komm. Gehen wir halt mal auf 25 Dollar, würde ich sagen. Moin! Jack! Grafik ist aber wirklich gut. Wie geht das? So? Skifahrermodus. Das geht nicht.
Genau, was machen wir jetzt? Wir gucken uns einfach schon mal an, wie wir erweitern können. Und zwar Investitionen. Da hätte ich gern hier oben das. Mit der 2 müsste das sein. Hier runter. Dann hier das Stückchen brauche ich dann. Das sind, also der Kristall Express kostet mich 4000 Euro Miete pro Tag. Da würde ich eigentlich noch gar nicht reingehen, wenn ich ehrlich bin. Jetzt fällt der runter. Was ist das denn? Ah, ich glaube, ich fahre jetzt auch mal mit runter. Hinsetzen. Würde ich mal sagen, fahren wir mal runter und gucken, weil was unten so abgeht. Worum ich in dem nächsten in dem Spiel jetzt gespannt bin, ob da irgendwie auch Störungen kommen und ob wie und ob ich die beheben muss. Na, da bin ich mal ganz gespannt. Oh, es geht los. Yay. Auf geht's. Das ist ja noch richtig geil, das hier. Hey. Jetzt so schnell. Die war leer, die Gondel. War auch leer. Oh, ich habe jetzt nur noch 11.000. Verlust. Ist auch leer. Moin, hallo. Viel Spaß. Jo. Doch eine mega geile Aussicht. Aussicht ist ja wirklich mega von hier. So, dann sind wir auch schon unten angekommen. Das sage ich mal, ich stehe schon mal auf. Dann bin ich mal gespannt, wie hier unten der Betrieb ist. Oh, vorsichtig, vorsichtig, langsam. Ah, mein Auto steht auch noch hier. Wunderbar. Raus hier. So. Betrieb ist noch nicht so super. Ist ja auch, wie gesagt, der erste Tag, dass ich das Skigebiet überhaupt besitze. Hier ist Betrieb. Ja, ansonsten müssen wir mal gucken, ob man hier vielleicht, guck mal gerade, eine Hütten. Was sagt denn hier, der Vorrat reicht für das heute? Null. Was ist denn da los? Da schrauben wir auch mal runter. Schrauben wir auf 2, ja, so. Da ist ja wirklich noch gar nichts. Umsatz heute 0. Das kostet mich mehr, als ich verdiene, ja. Oh, was ist denn jetzt hier los? Es kommen hier ja viele. Gehen wir mal gerade zur Schneekanone gucken. Gerade bei den Pisten. Reparierung 98. Geil ist auch, was ich gesehen habe. Bei den Schneepisten. Ah, Junge. Kann ich hier eine auswählen. Und jetzt kann ich hier Maschine fernsteuern. Finde ich auch mega geil. Oh, ich gehe mal auf Seite, sonst fahren die mich um. Oh, Schneekanone links drin. Transportieren kann ich die wahrscheinlich mit dem Auto oder mit der Raupe. Genau. Nochmal hier hingucken, was haben wir denn hier Schönes? Könnte ein Skiverleih sein. Ja. Hier ist einiges los. Hey, guck mal. Vierlinge.
Ah, ich liebe Skifahren. Müsst auch noch mal fahren gehen. Mein Ziel ist doch hier. Hier muss alles grün sein. Alle Pisten offen sind. Wir warten jetzt mal den Tag hier ab, wie läuft. Ansonsten werden wir doch expandieren. Muss ja ein bisschen investieren, wenn man den Leuten was bieten will. Jo. Mal nochmal nach oben gucken. Ich habe hier oben. Kann ja schnell springen machen. Gucken wir mal jetzt, was hier oben noch los ist. Sag meine Hütte dann mittlerweile. War noch nichts. Wir wissen noch, wobei die essen jetzt noch nicht alle. Weil jetzt ist noch vormittags. Jetzt sitzen die nur alle hier wahrscheinlich und trinken irgendwie nichts oder mitgebrachtes. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich habe es ja auch nicht anders gemacht im Urlaub am Morgens. Kommen sie wieder? Jo. Ich würde sagen, das war dann mit diesem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, was ich besser machen kann. Lasst ein Like und ein Abo da. Ich würde sagen, bis dahin und ciao.